Grube soll zur Mülldeponie werden. Die Grube Messel bei Darmstadt. Dieses Krokodil hat vor 50 Millionen Jahren im Messler See gelebt und ist vor ein paar Jahren aus dem Messler Ölschiefer geborgen worden. Es sind noch sehr viele Funde und auch noch neue Gattungen aus dem Ölschiefer zu erwarten. Aber man kann ja leider nicht mehr graben, weil demnächst die Grube Messel mit Müll zugeschüttet werden soll. Blickpunkt also die Grube Messel bei Darmstadt heute Nachmittag um 14.30 Uhr. Und nun, verehrte Zuschauer, laden wir Sie wieder ein zur Teilnahme am Studienprogramm Chemie im ZDF. Im zuletzt gezeigten zweiten Beitrag der Reihe beantworteten wir die Frage, wie sich in einem Stoff, etwa Kochsalz, das Vorhandensein atomarer Bausteine nachweisen lässt. Indem man die Untersuchungsprobe mit Röntgenlicht durchstrahlt, entstehen auf einem fotografischen Film dahinter sogenannte Interferenzmuster, also eine Folge der Beugung der Röntgenstrahlen. Aus den erhaltenen Mustern lässt sich die Lage und Anordnung der atomaren Bausteine genau herleiten. Damit stehen wir dann vor einer neuen Frage, nämlich, was sind das eigentlich für Kräfte, die in einem Salzkristall die unvorstellbar kleinen Bausteine in einer ganz bestimmten Anordnung zusammenhalten? In der folgenden halben Stunde möchten wir Ihnen darauf eine Antwort geben.